Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werde ich mir mal ein bisschen Werkzeug für diese Drehmaschine selber bauen. Oft ist es ja so, dass man irgendwie ein Drehteil herstellt, das dann irgendwo draufgeschraubt werden soll. Und dafür braucht man dann relativ oft irgendwie eine Art von Gewinde, sei es ein Innengewinde oder ein Außengewinde, in diesem Drehteil. Jetzt gibt es hierfür schon fertiges Werkzeug, dass man diese Gewinde halt eben direkt an der Drehbank draufschneiden kann, aber das habe ich nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir das heute halt eben selber bauen werde. Mit diesem Werkzeug will ich zum Beispiel jetzt hier so ein M6er Gewinde direkt an der Drehbank schneiden können. Ich habe mir dafür heute so ein bisschen Werkzeug gekauft. Das hier sind zum einen solche Aufnahmen für Gewindeschneider. Da kann man halt eben hier dann den Gewindeschneider so reinpacken und kann theoretisch das Ganze mit seinem Akkuschrauber benutzen. Ich habe mir jetzt die hier aber gekauft, damit ich schon mal einen Aufnahmepunkt habe, um das bei meinem selbstgebauten Werkzeug halt eben einzusetzen. Also für Innengewinde habe ich hier schon mal die Teile. Dennoch will ich aber auch hier diese Gewindeschneider benutzen können und dafür muss ich mal halt eben auch ein bisschen Werkzeug anfertigen, damit ich hier diese Teile einsetzen kann und das Gewinde dann halt eben an der Drehbank schneiden kann. Wie gesagt, bei diesen normalen Gewindeschneidern hier ist das nicht so wild. Da habe ich jetzt hier dieses Kit, wo ich halt eben die Gewindeschneider einsetzen kann. Aber für hier diese Teile muss ich mal halt eben nochmal ein Rundstück drehen für jede individuelle Größe, damit ich das halt eben einspannen kann. Normalerweise kann man hier dieses Bohrfutter austreiben, indem man einfach die Kurbel nach links dreht. Das funktioniert hier aber nicht so gut, weil der Reitschock ein bisschen zerdeppert ist. Deswegen werde ich das Ganze so bauen, damit ich die Aufnahme in das Bohrfutter einspannen kann. 20er Rundmaterial brauchen wir dafür. Verständnis, das haben wir gedreht und das kann jetzt hier halt eben eingespannt werden. Und da haben wir jetzt schon mal eine Aufnahme für unser Werkzeug. Also, wir haben jetzt hier dieses Teil, das können wir in das Bohrfutter einspannen. Und dann haben wir noch hier dieses Teil, da haben wir eben dieses große Loch gebohrt. Und das Ganze passt halt eben jetzt hier drauf. Das ist übrigens so genau, dass das Ganze diese Geräusche macht. Des Weiteren habe ich hier vorne noch einen kleinen Absatz reingedreht. Das ist einfach nur, dass die Oberfläche besser ist, dass wir unsere einzelnen Aufnahmen für die ganzen Schneidwerkzeuge da besser reinbekommen. Und genau, hier werden wir das Ganze jetzt rändeln, damit wir das halt eben mit unseren Flossen festhalten können, um dann halt eben das Ding nicht durchdrehen zu lassen. Genau, also jetzt einspannen und rändeln. Ich will das aber nicht bis ganz vorne hin rändeln, denn dort muss später noch ein Loch gebohrt werden, wo ich dann halt eben die einzelnen Einsätze mit festmachen kann. Dann brauchen wir noch Werkzeug. Das Rändelwerkzeug habe ich hier. Eben hatte ich eine ziemlich schlechte Oberfläche, als ich das hier gedreht habe. Das lag halt eben einfach nur an der Ausladung hier. Mein Reitstock funktioniert, wie gesagt, nicht mehr so richtig gut. Deswegen kann ich da keine Zentrierspitze hinten dagegen drücken, dass es nicht anfängt zu schwingen. Aber mit dem Meißel hier kommt man da immer noch ein gutes Stückchen weiter. Und unser Rändelwerkzeug kommt dann rein. Thank you.
das reicht. Die ist jetzt nicht super tief, aber man hat so richtig, richtig guten Grip. Und das ist das, was wir hier wollen. Aus diesem Stück Rundmaterial werde ich mir jetzt die Aufnahme drehen, wo hier mein Gewindeschneider dann noch reinpasst. Das hier ist ja unser Aufnahmestück, wo dann vorne hier unser Werkzeugträger reinkommt. Diesen Werkzeugträger hier, den müssen wir irgendwie festmachen. Und das werden wir an der Horizontalfräse bohren. Und da werde ich dir gleich auch noch ein cooles Werkzeug zeigen, was du vielleicht noch nicht gekannt hast. Ich baue mir jetzt als erstes einen 5er Bohrer ein, denn mit dem werde ich das jetzt so ein bisschen ausrichten. Und wenn das ausgerichtet ist, werde ich das Werkzeug auch gleich erst tauschen. So, die Position habe ich ausgerichtet. Und damit mein Bohrer nicht verläuft, werde ich jetzt als erstes eine Zentrierbohrung machen. Das war's auch schon. Jetzt können wir bohren. So, der fünfte Bohrer kann wieder raus. Als nächstes können wir hier dieses Werkzeug benutzen. Das ist ein Flachsenker. Ich merke gerade, geht gar nicht. Fehler im System. Klassischer Vorführeffekt. Das ist nicht der passende Planfräser, deswegen werde ich jetzt einen normalen Fräser benutzen. Sollte auch kein Problem sein. Das Problem ist einfach nur, dass ich ja hier ein 5er Loch brauche, um das 6er Gewinde zu schneiden. Und dieser Planfräser braucht halt eben ein 5er Loch. Wird es wahrscheinlich als Werkzeug geben, nur nicht bei mir in der Schublade. Also um jetzt einen Fräser nochmal ein. Mit der richtig abgelenkten Schraube können wir dann das Ganze einfach hier reindrehen. Wir können unseren Werkzeugaufsatz hier einspannen und können ihn dann hier festziehen. Die Inbusschraube wird oben so ein bisschen im Material versenkt. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus und sie schaut halt auch einfach nicht mehr so lange raus. So sieht es jetzt aus. Die erste Aufnahme haben wir jetzt schon mal fertig, das ist für die Außengewinde und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Aufnahme für die Innengewinde. Dafür kann ich jetzt hier dieses Teil erstmal wieder rausschrauben. Ich mache jetzt einfach mal so, als wenn es ganz einfach rausgegangen wäre. Jetzt geht es wieder an den Zuschnitt und dann auch wieder an die Drehbank.
Tada! Wir haben hier dieses schöne kleine Drehbauteil jetzt hergestellt. Ist ja eigentlich relativ simpel. Wir haben hier einfach diesen Absatz und eine 9,5er Bohrung. Aber hier mal so der Tipp oder so die Ermutigung, gerade bei solchen Projekten, bei denen es nicht so schlimm ist, wenn es halt in die Hose geht, weil es dann noch andere Möglichkeiten gibt, das Ganze zu lösen, probiert da mal was Neues aus. Und zwar brauche ich jetzt noch eine Aufnahme für meinen Gewindeschneidhalter. Das ist dieses Teil hier. Da ist hier diese Sechskantaufnahme. Das könnte ich natürlich irgendwie hier wieder ein Loch durchbohren und dann eine Schraube durchschrauben, um es dann halt eben zu fixieren. Aber hier kann man halt was Tolles ausprobieren. Und zwar ist das hier so eine Passung. Eine Presspassung, wie man es will. Hier in dem Fall will ich also was ausprobieren. Ich will hier das Ganze so aufdrehen, damit das hier so gerade reinpasst, am besten mit dem Schraubstock, dass wir keine Löcher mehr bohren müssen und, und. Das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen mehr Aufwand, weil man das ein-, zweimal üben muss. Aber wenn ihr einmal das so hinbekommen habt, also ich rede von den Leuten, die das noch gar nicht gemacht haben, dann könnt ihr euch auch für zukünftige Projekte echt ziemlich viel Zeit ersparen. Wenn ihr dieses Teil jetzt einfach fix auf das richtige Maß runterdreht und es am Schraubstock reinpresst, es vielleicht vorher ein bisschen kalt macht und es ein bisschen warm macht, dann müsst ihr keine Löcher bohren, ihr braucht keinen Bohrer theoretisch und. Deswegen werde ich jetzt mal ausprobieren, das Ganze hier runterzudrehen, aber auch nur so weit runter, dass das hier als Presspassung reingeht und wir dann nichts mehr weiter tun müssen. Und außerdem sieht es schön aus. Wenn das jetzt in die Hose geht, ist das auch nicht schlimm. Dann kann ich immer noch irgendwie hinten einen Schweißpunkt draufsetzen oder eine Bohrung durch die Seite jagen und das immer noch mit einer Schraube festmachen. Also gerade bei solchen Projekten, wo ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, ich habe da ja auch noch nicht so viel Erfahrung mit. Das sieht jetzt vielleicht so aus, aber nee, ich habe nicht so viel Erfahrung mit. Das hier ist immer noch sehr, sehr simpel. Also einspannen und da werde ich auch einen anderen Drehmeißel benutzen. Warum? Sag ich dann der Drehbank. Er hat Drehbank gesagt, aber das ist eine Drehmaschine. Es ist ja keine Bank, es ist ja eine Maschine. Genau wie Schieblehre. Es ist ja keine Lehre, es ist ja ein Messmittel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gesagt bekomme. Aber genau deswegen sage ich immer noch Drehbank und Schieblehre. Als erstes spanne ich jetzt mal hier mein Drehteil ein, was ich auch ein bisschen dünner drehen will. Und als nächstes spanne ich einen anderen Drehmeißel ein. Das hier ist ja ein Schrubbdrehmeißel. Und die Wendeschneidplatte hier ist jetzt auch nicht mehr so viel, weil ich damit schon relativ viel jetzt, also viel Material weggedreht habe. Also kommt der mal runter. Ich habe noch einen HSS-Drehmeißel. Den kann ich immer wieder anschleifen. Der hat eine richtig tolle Schneidgeometrie, weil der halt nur mit sehr wenig Material im Eingriff ist und man dann so schlichten kann. Oh fuck, der ist hier komplett abgebrochen. Wann ist denn das passiert? Das ist aber doof. Ey, das ist unfassbar. Jedes Mal, wenn ich euch was Spezielles zeigen will, geht's nicht direkt oder irgendwie was ist kaputt oder passt nicht oder es geht gerade kaputt. Ich habe damit jetzt schon richtig viel gedreht und das letzte Mal, als ich den benutzt habe, war echt nicht viel. Naja, ich guck mal, was ich machen kann. Heiß! So, jetzt muss ich mal schauen, ob dieses Ding auch schneidet. Ich habe gerade gesehen, vorne die Schneide sieht nicht so 120%ig gut aus, aber normalerweise sollte das gut genug sein. Wie war das? So gut wie möglich und so gut wie nötig. Die Oberfläche ist genauso schlecht, wie ich es vermutet habe. Mein Ziel war es, dieses Teil hier auf 9,6 bzw. 9,7 zu drehen, also irgendwas dazwischen. Wir haben jetzt 9,62 mit der Bügelmessschraube gemessen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das reicht, um die Drehkräfte stabil auszuhalten, dass sich dieses Teil ja nicht durchdreht. Das weiß ich nämlich nicht, wie viel man da braucht. Ich werde es jetzt erstmal so probieren, rein zu pressen. Da bin ich extrem gespannt, ob das schon mal funktionieren wird oder halt eben nicht. Aber man lernt ja immer bekanntlich dazu. Okay, das geht schon mal. Klug oder brachial? Brachial. Okay. Das war wohl doch nicht so gut überdacht. Warum mache ich was gut und dann mache ich es immer kaputt? Oh fuck, das ist schon wieder so brachial, Philipp. Das gibt's nicht, ey. Boah,
unbekanntes Flugobjekt. Okay, in diesem Fall hatte ich mehr Glück als Verstand. Hier, dieses Teil hat zufälligerweise 9,6 mm, sonst hätte ich das auf das Maß runtergedreht. Ich werde es jetzt aber doch mit Eispray vorher ein bisschen kleiner machen, damit es dann auch hoffentlich richtig reinpasst. Bäm! Kann man geben, das hier immer. Das hat aber jetzt schon besser funktioniert. Das Werkzeug ist jetzt fertig. Ich werde dir jetzt mal demontiert alle Teile zeigen, denn das Werkzeug ist halt quasi so, wie man es kaufen würde, nur dass es halt eben selbst gemacht ist. Ich zeige dir mal alle Teile. Das hier sind tatsächlich alle Bauteile, die wir hergestellt haben. Einmal zum Beispiel das gerändelte Griffstück, dann hier die Aufnahme, hier einmal für normale Gewindeschneider und dann noch einmal hier für Außengewindeschneider. Eine Sache, die würde ich hier ein bisschen anders machen, und zwar würde ich das Loch nicht mehr so weit aufbohren, denn man sieht hier, dass man es ein bisschen zerdrückt, aber das ist jetzt okay. Solange es funktioniert, werde ich es genauso benutzen. Wenn es nicht mehr funktioniert, muss ich mal hier ein neues Teil drehen. Aber dafür ist es jetzt hier vollkommen okay. Ich habe im Hintergrund auch eben noch eine Bohrung hier gemacht. Wofür die ist, seht ihr gleich. Wir fangen jetzt mit einer normalen innenliegenden, mit einem innenliegenden Gewinde an. Das heißt, wir brauchen als erstes einmal hier dieses Teil. Das können wir hier draufstecken. So. Nur eine Umdrehung, fast, und das ist jetzt festgespannt. Ein bisschen Material für einen Test ist natürlich auch ganz praktisch. Das spanne ich mir jetzt hier einmal ein. Nehmen wir einfach mal an, das hier wäre irgendwie eine Art von Welle und in die Stirnseite muss ein 6er Gewinde. Und genau alle Schritte, die dazugehören, werde ich jetzt erst einmal durchführen. Diese Bohrung ist abgeschlossen und jetzt können wir auch theoretisch schon unser Gewinde schneiden. Dafür müssen wir als erstes mal unsere Aufnahme in das Bohrfutter spannen. Danach können wir unseren Griff einspannen. Jetzt können wir unsere Aufnahme für unseren passenden Gewindeschneider einsetzen. Der Gewindeschneider kann jetzt auch eingesetzt werden. Jetzt seht ihr, hier ist ein bisschen Luft. Den Reitstock kann ich jetzt mal festziehen. Und der Sinn grundsätzlich hinter dieser Sache ist einfach, dass wir jetzt in Flucht von unserem Bohrloch unser ganzes Werkzeug haben. Das bedeutet, alles, was sich hier auf diesem Weg hier bewegt, wird einfach genau in der Mitte von unserem Bauteil halt eben sein. Genau dort, wo wir gebohrt haben, befindet sich jetzt hier unser Werkzeug. Jetzt können wir einfach ein bisschen Öl hier drauf packen. Schalten die Maschine komplett aus und können jetzt unser Gewinde schneiden. Ich muss nichts umbauen, ich kann einfach den Gewindeschneider rausziehen. Jetzt ist die ganze Aufnahme rausgegangen. So, jetzt kommt der zweite Gang. Der eine oder andere fragt jetzt vielleicht, ja, warum machst du denn die Maschine nicht an? Das geht grundsätzlich, aber dann braucht ihr wirklich sehr, sehr langsame Drehzahlen. Und so langsame Drehzahlen habe ich ja bei dieser Maschine hier nicht. Deswegen ist es viel, viel sicherer, das von Hand zu machen. Ich würde euch nicht empfehlen, da die Maschine anzumachen, außer wenn ihr sehr, sehr langsame Drehzahlen habt. Da reden wir halt hier von 20 Umdrehungen die Minute. So, der Gang ist auch fertig. Und jetzt kommt der dritte und somit der letzte Gang an die Reihe. Das hat schon ziemlich gut funktioniert. Zu Demonstrationszwecken werde ich jetzt noch hier außen ein M12er Gewinde draufschneiden. Und hier finde ich, ist die Vorrichtung am genialsten, denn gerade wenn man solche Außengewinde schneidet und man verläuft da so ein bisschen, dann sieht man das direkt und es ist einfach super, super blöd. Und mit dieser Vorrichtung hier kann man wirklich sehr schön zentrisch und halt der Länge nach das Ganze aufschneiden. Das heißt, dieses Stück hier werden wir jetzt nochmal einspannen in die Drehbank und werden dann das Außengewinde draufbraten. Draufschneiden. Das Material ist vorbereitet, jetzt müssen wir das Werkzeug vorbereiten, das heißt, der Aufsatz für Innengewinde kann raus und der Aufsatz für Außengewinde kann rein. Hier ist eine Schraube, mit der kann ich meinen Gewindeschneider in Position halten. Erstmal von Hand andrehen, jetzt das Ganze mit dem Schlüssel festziehen.
alles eingebaut, alles vorbereitet, fast bis auf den Reitstock. Den können wir jetzt noch zur passenden Position schieben. Immer so ein bisschen Luft, deswegen habe ich hier die Stange auch ein bisschen länger gemacht, damit wir einfach so ein bisschen Spiel beim Arbeiten haben, so ein bisschen Luft. Die Gewindeschneider, die ich hier habe, sind nicht so die besten. Ich habe gedacht, die wären besser, aber so beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass die sich ziemlich schwer tun, ins Material zu beißen, obwohl ich jetzt schon ein Zehntel kleiner bin als Durchmesser, was man eigentlich haben sollte. Deswegen habe ich mir hier jetzt noch ein Loch gebohrt, dass ich hier einen verlängerten Arm reinlegen kann. Den kann ich jetzt hier blockieren und jetzt kann ich die ganze Welle hinten drehen. Wenn man jetzt sagt, okay, das finde ich ein bisschen blöd, das für das ganze Gewinde zu machen, dann habe ich mir das so überlegt, dass man den Anfang vom Gewinde draufschneiden kann, dass man sicher gehen kann, dass man gerade schneidet und jetzt kann man es rausnehmen. Das heißt, dass ich zunächst meinen Reitstock lösen kann. Danach kann das hier ab. Und danach kann ich mein gesamtes Bauteil ausspannen. Meine Welle kann ich jetzt hier in den Schraubstock einspannen. Ich nehme mir meinen Verlängerungsarm. Cool. Unser kleines Werkzeug ist fertig. Ist eigentlich relativ simpel, aber es ist einfach toll, das zu benutzen. Wir haben auch hier wieder schöne Maschinen benutzt, ein paar schöne Techniken. Also es macht wirklich Spaß, dieses Teil hier zu benutzen. Und für alle zukünftigen Projekte hat man dann auch hier wirklich ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Normalerweise kosten hier die Teile irgendwie um die 100 bis 300 Euro. Und so hat es nur die Zeit gekostet und es war halt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Übung. Wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Wenn du noch zwei weitere Videos sehen möchtest, dann klick gerne auf eins von den beiden hier. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Tschüss.